Jetzt brauche ich immer noch Fettkarotten. Mann. Ist wie echt. Voll die Feenverschwendung hat er durch. War ich so blöd, warum ich gehabt treffen lassen. Hier soll es irgendwo die Fettkarotten geben. Oh. Hi. Was haben wir denn da? Das hier. Brennen. Gewicht. Oh, noch so weißer. Es brennt der Weiße auch. Habe ich irgendwas noch zum Einfrieren? Ja, was zum Schocken, ja. Was bringen die eigentlich? Nicht viel. Besser gesagt, gar nichts. Hm. Wir haben ihn eingefroren und er rutscht da. Dann verwärmen wir ihn noch ein bisschen, ne? Dann lasse ich ihn ein bisschen brennen. Was habe ich eigentlich für Bögen? Die 26er nutze ich, warum? Oder warum habe ich so einen 43er noch? Da war der kaputt. Warum habe ich eigentlich so viel Schrott bei mir? Und eingefroren. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Nice. Toll. Tschüss. Keine Pfeile mehr. Ich glaub's ja nicht. Eisenholzprügel. Hm. Fettkarotte, na endlich. Geht doch. Muss mal gucken, mit welchen Sachen ich da noch verbessern kann. Und wir gehen darüber. Den habe ich auch nicht. Oder? Nö. Natürlich habe ich die nicht. Was haben wir da? Irgendwelche Gegner? Guck mal, was da rumläuft. Ach, ich habe ja keine Pfeile mehr. Ich wollte ja gerade auf ihn schießen. Hallo. Voll. Zu langsam. Ach, hier ist wieder einer. Natürlich. Hallo. Danke, ja damit. Du bist ein echter Könner, oder? Für mich sah es so aus, als wärst du niemals wirklich in Gefahr gewesen. Du hast im Kampf großes Können unter Beweis gestellt. Nimm das hier als Zeichen meiner Anerkennung. Abwehrfischspieß. Okay. Ich mag zwar nicht danach aussehen, aber ich bin ein ziemlich erfolgreicher Monsterjäger. Ich verbringe meine Zeit damit, durch ganz Halbe zu reisen und es dabei mit allen möglichen Monstern aufzunehmen. Auf die Bitte eines Mannes namens Coltine hin suche ich gerade nach Mayuis, mysteriöse Wesen, die in Höhlen leben. Ich bin hergekommen, nachdem ich erfahren habe, dass ich einst in einer Höhle nicht weit von hier aufhalten soll. Aber wo genau? Aber solange ich die Höhle nicht finde, nutzen mir all meine Kämpferqualitäten als große Monsterjäger gar nichts. Eigentlich sollte ich nicht. Ich doch ganz in der Nähe der Höhle sein. Sobald ich mein Geist und mein Körper ausgeruht sind, werde ich dort nochmal intensiv suchen. Okay. Neue Info. Aber wo ist denn der Typ, der die haben will? Und was bringen die? Das ist halt auch so eine Frage. Oh, hier sind überall Äpfel. Elektro!
Nehmen wir das hier. Long. Hier sind sehr viele Äpfel. Sehr viele Äpfel. Oh. Wow, sind hier viele Äpfel. Der Wald der Äpfel. Ding, 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 ding. Ich wollte gerade auf den Fuchs schießen, aber ich habe ja keine Pfeile mehr. Stimmt ja. Hab schon wieder vergessen. Goldäpfel. Das bringen die ja nicht ganz genau, die Goldäpfel. Hier ist echt alles voll. Danke. Oh, hi, Gegner. Und der wurde gerade runtergekickt. Lebt er noch? Ja. Achso, da ist noch einer, deswegen. Da ist ja noch einer. Ups. Nein. Nein. Der Bogen. Dann zieh ich den mal an. Haben wir hier noch was drauf? Ja, ah ja. Ach, hör auf, runter zu rutschen, Link. Mann. Jetzt bin ich fast wieder runtergelaufen. Mach hier noch was anderes? Platsch. Nö. Wo kam die eigentlich her mit einmal? Ach ja, waren ja Skelette, die spawnen ja dann einfach. Nein, wollte ich gar nicht. Zack. Ups. Mann. So nah ab und Panostein. Oh. Mich einfach alles Fälle. Zack. Mal gucken. Mal gucken, was ich hier so machen darf. Willen der Fahrt. Ehrlich jetzt. Dann noch nach oben. Klatsch. Klatsch. Fehlender Fahrt. Hier komme ich aber so nicht hoch. Moment, ist hier noch irgendwas? Da ist eine Truhe. Mich da kommt hoch. Ne, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier. Kann ich den hochheben? Komme ich denn da hoch? Ist hier drüben noch was? Jupp. Und damit kriege ich das hin. Jetzt wäre ich hier fast runtergefallen. Ups. Mann. So komm. Ne, so komme ich da hoch. So, dann komme ich dahinter. Danke. Pfeile, naja. Ich brauche ja welche. Man muss nur wissen, wie, ne? Und die richtige Fähigkeit nehmen. Hm.
Nee, ich kann den ja komplett darunter machen. Ich wollte den eigentlich nur auf die Hälfte, aber ja. Kann mir trotzdem durch. Okay. Da ist einer. Krieg ich den hinten hochgehoben? Krieg ich den da nicht, ne? Oder doch? Moment. Doch. Jetzt steht er direkt da drunter, wohin soll wahrscheinlich auch. Aufwärts. Klatsch. Oder auch nicht. Haben wir hier noch irgendwo einen? Nö, ne? Okay, ich müsste da lang. Ups. Komm ich da überhaupt noch ran? Ja, von oben. Aber das ist doch auch nicht hoch genug, oder? Oder kann ich den hier irgendwie rankleben an den Dingern? Oder vielleicht so reinklemmen, dass das nicht umkippt. Nö. Das geht schon mal nicht. So funktioniert das. Ich muss da raufgehen, okay. Warum mache ich das immer so kompliziert? Jedes Mal. Obwohl das eigentlich so einfach ist. Ich mache meistens einfach, weil ich eigentlich nachdenke, ne? Okay. Geschafft. Ist hier noch irgendwo was zu sehen? Vielleicht eine Kiste oder so? Nö. Das war's. Okay. 5 Segen. Ich frage mich aber, wie viel habe ich jetzt? Ich habe 73 Schreine und irgendwie sollen es 120 geben oder mehr? Weiß ich nicht. Ist immer noch alles voller Play. Uiuiui. Hier wäre Fleisch für uns, wenn ich die so kriegen würde. Oder auch nicht. Hab dich. Nein, mein Fleisch! Der ist sonst umsonst gestorben. Oh Gott. So, jetzt wollte ich aber. Schnellster Weg ist von hier darüber. Ich habe gar nicht geguckt. Die Höhle müsste jetzt markiert ein Haken drin sein, ne? Aber wo ist der Typ, der die haben will? Weiß ich nicht. Naja. Naja. Hier oben war wieder ein Gegner, ne? Oder war hier diesmal keiner? Aber sonst sind hier immer welche. Ach, dort da vorne. Da vorne ist einer. Die will also eine Fit-Karotte haben.
Kann sie die haben? Ups. Autsch. Das muss wehgetan haben. Was nehme ich denn? Vielleicht das Ding hier. Und dann kann ich nämlich so angreifen. Aber er trifft mich ja trotzdem. Weil er lange was aushält. Da ist hier noch ein Baum. Okay. Oh, hi. Hi. Klar. Und jetzt sieht er da drunter verkrochen. Natürlich, warum auch nicht? Naja. Dann einmal hier hin. Und mal gucken. Falscher Knopf, ich wollte eigentlich den Gleiter wieder aufmachen, aber ja. Irgendwer, eine Fit-Karotte bitte. Bitteschön. Oh, danke. Miam. Grüß dich. Der Marlon, okay. Yeah. Du warst das, oder? Du hast mir die Fit-Karotte gegeben. Nach all die Zeit, die ich mit leerem Magen ausfahren musste, hast du mich bereit befreit. Mein Dank ist dir gewiss. Mein Name ist Marlon, ich bin der Gott der Pferde. Ich wollte dir für mein erstes Mal nach langer Zeit danken, doch ich bin noch immer hungrig. Ich frage mich, soll ich dich fressen? Kleiner Spaß. Du siehst mir nicht sehr lecker aus. Tja, aber eine Fettkarotte wäre fein. Zum Dank kann ich dir Wünsche erfüllen, zumindest wenn sie mit Pferden zu tun haben. Wünsche? Zum Beispiel kann ich Pferde ins Leben zurückholen oder ihre Fähigkeiten verbessern. Aber wenn du meine Kräfte nutzen willst, verlange ich eine Gegenleistung, etwas zu essen. Ja, diese Fettkarotte von eben. Die war angemessen schmackhaft, aber ich sehe es. Du hast noch leckere Sachen. Gib mir was von deinem Proviant und all deine Wünsche werden mir wahr. Wie gesagt, wenn sie mit Pferden zu tun haben. Was? Schaust du mich so an? Es geht keineswegs nur darum, dass ich mir hier den Bauch vollschlage. Nein. Ich sage das nur, um dir zu helfen. Niemals solltest du es wagen, den Gott der Pferde auf leeren Magen zu fragen. Diese Weisheit wird schon seit Generationen weitergegeben. Wenn ich also ein Pferd ins Leben zurückhole oder stärken soll, musst du mir Proviant bringen. Welche Wünsche kann ich dir erfüllen? Pferd verstärken? Es scheint, als wäre momentan keine Stärkung möglich. Weißt du auch warum? Falls nicht, dann findest du es ganz sicher noch heraus. Dieses Pferd sagt mir, dass es genauso bleiben möchte, wie es gerade ist. Man merkt direkt, dass es ein sehr edles Tier ist. Als Besitzer solltest du seine Wünsche respektieren. Das Max? Kann man da was machen? Welche Fähigkeiten soll ich verbessern? Okay. Stärke, Tempo, Ausdauer. Und zufällig. Will der denn bitte alles dafür haben? Wildgemüse, Schmaus, Schmorgemüse, Honig, Apfel, Milch, Gemüse, Risotto. Nein. Will er bei allen haben, ne? Jo. Ein Kräuterreisbällchen. Kräuterpfanne. Schmorgemüse. Wildgemüse. Schmorgemüse. Was ist da? Du kümmerst dich um deine Pferde. Sie scheinen alle wohlauf zu sein.
Das Band der Freundschaft zwischen dir und deinen Pferden ist außergewöhnlich. Teile weiterhin dein Leben mit deinen Pferden. Liebe es im vollen Galopp bis zum Ende. Schade, es hätte Spaß gebracht, aus den ersten Teil den wieder zu beleben, aber geht ja nicht. Wiedersehen. Oh, ehrlich. Tschüss. Das war also Marlon. Marlons Quelle. Na dann, haben wir den Pferdegott rausgeholt. Ich geh mal zu ihr. Ich beweg mich mal zu ihr hin. Toll. Und da komme ich schon wieder runtergefallen, natürlich. Obwohl ich das schon längst habe. Dann wollen wir mal zu ihr ziehen. Aber es gibt ja auch noch das goldene Pferd, ne? Und die Viecher da oben brauche ich auch noch. Weiß gar nicht, ob ich genug Kraft dafür habe. Ich sollte auch noch gucken, dass ich vielleicht so eine Weißschoppe hole. Wenn er mal irgendwo rumfliegen würde, der Weißdrache. Bestimmt irgendwie wieder unten. Im Untergrund. Du bist doch sicher hier, um deine Kleidung verstärken zu lassen, oder? Im Moment kann ich deine Kleidung bis zum Maximum verstärken. Dann mach mal bitte. Überspringen bitte. Dauert mir zu lange. In 7er Stärke. Was brauche ich für die nächste Verstärkung davon eigentlich? Flederbeißerauge, genau. Die meisten sind in der Hyrule-Ebene, ne? Bin ich der Meinung? Ja. Okay. Nitra-Schuppe. Eldra-Schuppe. Und Faroda-Schuppe. Und dafür brauche ich noch eine Weißdrachenschuppe. Aber die sind jetzt alle auf 7. Moblin-Herzen reichen auch nicht aus. Die würden dann alle auf 12 sein. Also insgesamt 15 Flederbeißeraugen und 9 Moblin-Herzen. Dann wäre das halt auf 12. Nur frag mich, welche Höhe das dann hat. Bye. Also bis wie hoch das dann geht. Aber das geht wahrscheinlich auch maximal zweimal. Ist so meine Vermutung. Dann musst du nur der Weißdrache irgendwo rumfliegen wieder. Ja, dann noch wieder ab. Was haben wir da? Lagerfeuer. Da ist ein Feuer. Was haben wir da? Ein Gegner. Oder nur Feuer. Weiß nicht.
Moblin-Herzen. Natürlich. Na klar. Hey. Oh. Wenn ich nicht aufgepasst hätte, wäre ich abgesoffen. Oh, hier kannst du echt gut untergehen drin. Wer war das? Weißdrache. Er fliegt gerade die Richtung. Die Richtung. Dann gehen wir noch eine Schuppe holen. Ich hab den gerade gar nicht gesehen. Aber ich habe geguckt gehabt. Naja. Was soll's? Hauptsache, ich habe ihn noch gesehen. Muss gucken, wo er jetzt ist. Da ist er. Voll knapp dran vorbei, nice. Da haben wir ihn. Aber, wenn ich schon in der Luft bin. Zack. Nee. Und da haben wir ihn. Und da ist hinten der andere Drache. Also dieser Gyro, was weiß ich was. Hab den Namen vergessen. Bleib hier. Okay. Warum fliegt denn so weit in der Luft rum eigentlich? Ist das sein Gebiet? Wahrscheinlich, ne? Hallo. Ich sah, da hinten ist noch ein Drache. Hey, mit deiner Schuppe. Na, wo geht's hin? Jung. Krieg ich dich? Nö, doch, hab sie in der Luft bekommen. Okay. Wo waren da jetzt nochmal eine? Das Pferd ist da immer noch draußen. Das nächste war eigentlich hier hinzukommen. Nicht so weit zu laufen. So, die war da oben. Ja, trotzdem immer relativ weit zu laufen. Naja. Klar, weil ich durch den Baum geflogen ist, ist er verschwunden. Ja. Na. Egal. Bam, 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 bam. Oh ja, ist klar. Das hier. Sehr schön, dann mach ich jetzt deine Augen zu.
So. Jetzt ist es auf 8. Ei? Nun spüre meine Wärme. Und noch was. Wie wäre es, wenn wir sie um eine weitere Stufe verbessern? Manche Kleidung erhält neue Kräfte, wenn du sie zweimal versteckst und das komplette Set trägst. Ah. Ja, das sind auch immer die gleichen Sachen. Was brauche ich denn jetzt? Weißdrachenklaue. Eine noch. Eine habe ich schon. Okay. Aber ich glaube, ich krieg nichts mehr dran, ne? Immer nur in bestimmten Abständen. Und der Drache ist eh schon weg. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man schlafen geht. Aber dafür muss ich ihn dann nochmal finden.